Hey, ich bin Timo, 10 Designerdüfte für immer. Oder wie ich es in meiner Welt sagen würde, würde mich meine griechische Traumfrau nachts um 3:30 auf Mykonos wecken und sagen, Timo, ich muss es jetzt wissen, wenn du nur noch 10 Designerdüfte tragen könntest für den Rest deines Lebens, welche 10 wären das? Welche würdest du mitnehmen? Ja, deine Lieblingsdesignerdüfte, Timo, ich muss es wissen. Okay, total realistisch, aber ich würde ihr das hier antworten oder halt auch euch. Das tue ich nämlich jetzt hier in diesem Video und du kannst es auch tun, ja? Was sind denn deine absoluten Holy Grails in Sachen Designerparfums, ja? In die Kommentare und nun heißt es, starten wir mal locker rein. Ab geht's. Mein allererster ist wahrscheinlich der, der am wenigsten bekannt ist von den ganzen hier. Liegt wahrscheinlich auch am Preis von so rund 300 Euro. Aber zum Glück gibt es hier ganz viele günstige Alternativen dazu. Das hier ist aber der OG. Das ist Le Gemme Tiger von Burberry. Und ja, die günstigen Alternativen dazu sind wahrscheinlich deutlich bekannter. Zum Beispiel Turati Blue. Den wirst du mit Sicherheit kennen. Und naja, der OG ist einfach nochmal top notch. Auch hier frisch, zitrisch. Hier hast du so eine holzige Ambroxan-Basis. Ja, Grapefruit kommt hier wunderbar hervor. Ja, so ein bisschen bitter, ein bisschen herb. Das Ganze aber so richtig soft und elegant gemacht. Und wäre das hier als Louis Vuitton-Duft herausgekommen, würde ich sagen, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Liegt wahrscheinlich am Parfümeur. Ja, der hat auch den ein oder anderen bekannten Louis-Duft gemacht. Und halt auch dieses Schätzchen hier. Ich finde ihn richtig gut. Muss er so teuer sein? Nein, muss er nicht. Aber ja, die Duftdinger ist schon. Wenn du es frisch und sehr unkompliziert magst, ist der hier leider richtig, richtig gut. Wie kann man als Parfümeur mit Mitte 20 so ein Meisterwerk schaffen? Naja, Kodjan, der konnte es. Das hier ist Le Male von Jean-Paul Gaultier. Und den musste ich hier einfach mit reinnehmen. Das ist ein Parfum, was ich aktuell sehr, sehr gerne trage. Auch für mich alleine. Warum denn nicht? Denn schließlich sollte man Parfums immer für sich selber tragen. Und ich fühle mich damit richtig, richtig top damit. Ich glaube, den wirst du kennen. Falls nicht, das kann ich mir kaum vorstellen. Das ist für mich wirklich so ein Traum aus pudriger Süße. Hast hier auch was Frisches mit da drin. Lavendel macht es sauber, angenehm irgendwie auch. Minze. Ach, ey, das hier ist einfach ein wirkliches Meisterwerk. Oder etwa nicht? Waren die vielleicht früher besser? Ja, okay, mag sein, aber ganz ehrlich, auch heutzutage ist der einfach immer noch ein Meisterwerk. Wo wir schon beim Wort Meisterwerk sind, lass uns doch mal direkt dabei bleiben. Hier ist ein Meisterwerk aus dem Hause Dior. Dior Homme Parfum. Und das ist so ein richtiger Gentleman-Duft. Du hast hier Butter, weiche Iris, dazu Leder. Das Ganze harmoniert einfach hervorragend. Richtig schön ausbalanciert das Ganze. So für mich auch leichte Rose hier, die mit hineinschwingt. Das ist wirklich richtig, richtig schön. Ja, das riecht hochwertig und sehr, sehr Gentleman-like, am besten für den Abend. Ja, so viele reden gar nicht über dieses Parfum. Liegt vielleicht auch daran, dass man den quasi nur exklusiv auf der Dior-Seite kriegen kann. Quasi nur, na klar, Ausnahme ist immer mal, aber 150 Euro, das ist der hier, finde ich, auf jeden Fall wert. Dieses fabelhafte Parfum hast du bestimmt nicht kommen sehen. Aus dem Hause Tom Ford ist das hier der Fabulous, das ist ein süßes Parfum, sanft gewürzt, mit Leder. Das riecht nach Bittermandel, umhüllt von so einer süßen Vanille. Und da kriege ich so gewisse Marzipan-Vibes. Dann hast du für diese Klasse in diesem Parfum auch noch so ein elegantes Leder mit hineingearbeitet. Lavendel macht es, ich sag mal, noch seriös dazu. Also du hast Klasse, Anziehung, Sexappeal. Ein richtig schöner Mix aus ganz vielen wunderbaren Komponenten. Und deswegen ist der einfach Spitze, oder muss ich sagen, fabelhaft, ganz egal. Das hier ist ein wirklich richtig schönes Parfum und ja, den sollte man öfters mal wieder erwähnen, oder? Ja, ich würde sagen, ja. Na, was kommt denn hier? Ach ja, das ist ein richtiger Compliment-Getter-Duft für mich geworden, obwohl ich ihn anfangs überhaupt gar nicht mochte. Hat sich ganz schön gewandelt. Das hier ist Dior Sauvage Elixir. Und hier haben mich Leute darauf angesprochen, die auch gar keinen Bock haben auf Parfum und sich das notiert haben. Ah, das heißt wohl was, oder? Ein wirklich richtig schönes Parfum. Nein, nicht jeder kann hier happy werden mit. Das ist einfach so. Aber
anscheinend eine richtig große Masse da draußen. Dieses Parfüm hat sehr viel Hype bekommen. Wieso? Naja, die liefern einfach richtig ab hier. Da haben sie im Hause Dior alles richtig gemacht. Haltbarkeit, Sillage ist gut. Compliment Factor ist auch jedenfalls bei mir, wie du siehst, gerne mal in die Kommentare, bei mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Auch wenn das jetzt nicht das Wichtigste ist, aber naja, ein Kompliment zu hören ist ganz cool, aber verändert auch nicht die Welt. Aber klar, hört man gerne. Ne? Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Ja, Haltbarkeit ist gut, Sillage ist gut, Komplimenten Faktor auch. Du hast hier eine moderne DNA, die aber irgendwie auch aus der, ja, so ein bisschen was Oldschooliges hat. Ja? Ich sag immer, du hast Oldschool-Faktoren, die geremixed worden sind in die Neuzeit, wie so ein Sample, ja, was früher mal ein Hit war, zack, ein bisschen modern gemacht, ja, ein bisschen Süße, ein bisschen Frische. Und dazu thront diese mittlerweile eigentlich auch schon ikonische Lakritznote. Und zu einem Preis, wo man sagen kann, ja, okay, 120 Euro, das geht vielleicht noch. Also, ja, Dior Sauvage Elixir. Das hier ist wirklich mal ein Elixir. Das beste Elixir, finde ich jedenfalls. Na, was haben wir denn da? Oh, der ist hier immer noch richtig gut und deshalb kommt er mit auf diese Liste. Das hier ist Versace Eros EDT. Viele sagen, ach nee, das ist so ein NPC-Duft und mir auch egal. Ich finde, das hier ist einfach ein richtig, mittlerweile ja, ikonisches Parfum. Wir haben es hier süß, wir haben es frisch, es ist belebend, es ist verführerisch. Genau das Richtige, jedenfalls für mich. Ja, viele werden wahrscheinlich etwas jünger sein, die das tragen, aber ist mir ganz egal. Das ist einfach so eine richtig schöne DNA. Ja, so ein Club-Tiger-Duft. Das ist so ein Apfel mit drin und Minze, ja auch so einen fruchtigen Anteil, so einen erfrischenden, fruchtigen Anteil hier drin. Diese Süße mit Vanille, ja, es ist wirklich ein Hammer-Parfum. Und als ich das hier zum ersten Mal geschnüffelt hatte, war ich total hin und weg. Ach ja, Eros, rieche ich schon hier und da, aber es ist wirklich ganz egal. Wenn du einen Duft magst, trag ihn einfach, ganz egal, was andere sagen. Und ich muss sagen, der hier wäre auf jeden Fall dabei. Eros EDT. Manchmal sind die einfachsten Dinge auch die besten. Und ja, der ist sogar so versatil, den kannst du eigentlich immer tragen. Frühling, Sommer, Winter, ja, Herbst, ganz egal. Und sogar auch im Büro, in der Schule. Nicht ganz so viel sprühen bitte, aber natürlich auch im Club. Ja, Eros, der muss dir einfach mit rein. Sportlich und elegant riechen kann man mit diesem Parfum sehr gut. Ich sag immer, damit riecht man wie ein Profi-Golfer. Sportlich, leger, locker drauf und ja, es riecht schon irgendwo auch ein bisschen wohlhabend, finde ich. Das ist von Chanel Le Sport. Und ja, du hast hier ein Parfum, was natürlich auch zitrisch ist. Wir haben es, ja, ich würde mal auch sagen, etwas seifig, sehr hell strahlend. Wir haben hier Aldehyde, das sorgt für diese Helligkeit in diesem Parfum. Haben hier auch so einen Zitrus-Einschub mit dabei. Wird im Verlauf dann immer weiter süßlicher. Ja, Tonkabohne, Vanille. Es ist wirklich ein richtig cooles, sauberes, sexy, sportlich elegantes Parfum. Ich glaube, genau so kann ich das stehen lassen. Und na klar, der gehört hier einfach rein. Magst du Oud Parfums, dann führt wahrscheinlich kein Weg an dem hier vorbei. Das ist von Tom Ford. Na klar. Oud Wood. Das ist ein holzig-würziges Parfum. Und hast hier, ich sag mal, so ein Mainstream-Oud drin, was jetzt nicht aneckt. Es ist nicht animalisch, nicht muffig. Hast auch viel Kardamomwürze und ja, eine Pfeffer mit dabei. Sanft auch etwas Vanille hier mit hineingearbeitet. Das EDP ist top. Klar, das Parfum ist noch ein wenig besser, dafür aber deutlich teurer. Ja, im Parfum sind die Ecken und Kanten noch ein bisschen weg. Vielleicht noch ein bisschen süßlicher und ja, ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Haltbarkeit. Aber ganz ehrlich, der hier tut's auch. 30 ml finde ich auch immer mal wieder so für einen Huni. Das ist auch viel Geld, aber dafür hast du, finde ich jedenfalls, einen richtig ikonischen, holzig, würzigen Duft. Und das ist schon klasse im Parfum und Tom Ford hier, ja, das hier ist ein klasse Parfum, obwohl das Parfum ein bisschen besser ist, aber naja, ich sag mal, preis-leistungstechnisch dann doch lieber den OG und ich nehme den hier einfach, okay? Und dieser Pokal muss auch mit dabei sein, das ist Invictus Aqua von Paco Rabanne und hier haben wir so einen eisig erfrischenden maritimen Duft, na, mit Grapefruit und so.
Ach ja, den habe ich für alles getragen damals. Okay, ich habe hier auch viele Erinnerungen. Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich den hier auf jeden Fall mit dabei haben muss. Im Club, beim Date und was ich alles hiermit schon erlebt habe mit diesem Parfum. Deshalb ist der hier auf jeden Fall dabei und schön, dass der erstmal wieder dabei ist. Invictus Aqua. Ne, dich gibt's wieder. Hoffentlich bleibt es auch so. Mhm. Und zu guter Letzt darf ein Parfum nicht fehlen. Und zwar mein Lieblingsduft. Imagination von Louis Vuitton. Ein frischer Zitrusduft, der mich einfach sowas von flasht. Du hast hier so einen mediterranen Zitrusmix, so ein Zitrusbouquet, sag ich mal. Bergamot, Zitrone, Mandarine. Das riecht einfach nach Sommer, nach Luxus. So luftig, leicht, elegant. Du hast dann so eine leicht, ja dunkel nicht, aber so eine leichte Tiefe hier auch mit dabei. Ja, mit Ambroxan. Und diese Teenote vollendet, das ist einfach toll. Ja, es kann auch nicht jeden abholen, dieses Parfum. Weiß ich, Geschmäcker sind verschieden, aber mich macht es happy. Und das ist ja auch das Wichtigste, dass ein Parfum dich happy stimmt, okay? Ob teuer, günstig, dupe oder keine Ahnung, ja. Total ultra-niche, Indie, ganz egal. Hauptsache, du bist happy mit einem Duft und nicht so viel kaufen, das ist auch immer ganz wichtig. Aber der hier war bisher jeden Cent wert. Und nicht nur im Sommer. Und jetzt bist du dran. Wenn du dir 10 Designer-Parfums aussuchen müsstest, die du für den Rest deines Lebens tragen müsstest, welche wären das? Gerne ab in die Kommentare damit. Hab noch einen schönen Tag. Und denk dran, die allercoolsten haben was? Die haben diesen Kanal abonniert. Also, wäre cool, wenn du mit dazu gehören würdest. Ja, hab einen schönen Tag. Ich blende dir gleich nochmal 2 Videos ein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.